warum Gemüseküche? Weil ich eine Auseinandersetzung mit Gemüse einfach im kreativen Prozess extrem spannend finde. Gemüse ist so vielschichtig, jede Saison hat ihr eigenes Gemüse. Jede Saison bringt eine neue Herausforderung, sich kreativ damit auseinanderzusetzen. Ich persönlich habe in die letzten Jahre bemerkt, dass meine Vorliebe für Wurzelgemüse einfach ist. Ich liebe alles, was aus der Erde kommt. Im Speziellen sind das rote Rüben oder eben Wurzelgemüse wie Karotten, aber auch Sellerieknolle, weil ich es einfach toll finde, wenn ein Gemüse in einem gesunden Boden gewachsen ist, kann man das schmecken. Ein Gemüse, das Zeit hatte zu wachsen, dem Zeit gegeben wird, alle Nährstoffe, die es braucht, anzusammeln, hat einfach einen anderen Geschmack und gibt dem Körper viel mehr als ein Hybridgemüse. Daher empfehle ich immer eher auf biologisches Gemüse zurückzugreifen oder vielleicht sogar am besten zu wissen, wo das Gemüse herkommt. Also einen persönlichen Kontakt zu einem Bauern aufzubauen. Vielleicht bei einem Bauernmarkt oder wenn man im ländlichen Raum lebt, kennt man sogar die Nachbarn, die Gemüse anbauen. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich da gutes Gemüse zu besorgen. Ich liebe im Speziellen die rote Rübe, weil ich finde, die rote Rübe ist so extrem vielseitig einsetzbar. Man kann sie entsaften, man kann sie garen, man kann sie braten, man kann sie roh essen, man kann sie einlegen. Es gibt so eine enorm große Rübenvielfalt. Jede Rübe schmeckt ein wenig anders, hat aber immer dieses Erdige und das liebe ich daran. Also ich liebe auch alle Erdtöne. Das sieht man ja auch hier sehr schön, diese ganzen Orange, Gelb, Rot. Das sind warme Töne für mich, die definieren meine Küche, die definieren die Art, wie ich koche. Ich koche sehr gerne Gemüse, weil ich finde, in Gemüse liegt die Zukunft. Ich bin Fleisch gegenüber nicht abgeneigt, finde aber, dass wir weitaus mehr Gemüse konsumieren sollten, weil das einfach auch für uns nicht nur für uns gesünder ist, sondern auch für unseren Planeten besser ist. Und da bietet sich natürlich gerade bei uns eine Bandbreite an Gemüse, die jede Saison frisch kommt. Und wir haben eine hohe Qualität an Gemüse, auch vor allem in Österreich oder auch in Europa zu einem großen Teil. Ein weiteres meiner Lieblingsgemüse ist die Melanzani. Das hat auch damit zu tun, dass ich aus dem Iran komme. Die Melanzani spielt eine große Rolle in der persischen Küche und ist auch ein wirklich, wirklich tolles Produkt, mit dem man gewisse Konsistenzen erreichen kann. Wenn man zum Beispiel ein herzhaftes Gericht, ein fleischiges Gericht möchte, kann man mit der Melanzani durchaus diese Konsistenz erreichen oder sie so würzen, dass man so in diese Richtung geht, dass man etwas quasi in einen herzhaften Geschmack reinbringt. Und natürlich auch die Tomate, die ja für mich der Inbegriff des Sommers ist. In all ihren Raritäten und Varianten, Farben, Größen ist die Tomate ein enormer Umami-Spender, ob in den Soßen, als Basis einer Soße, zum Abrunden einer Soße oder gebraten, finde ich sie immer sehr, sehr, sehr gut und verwende ich auch sehr oft. Der Granatapfel ist vielleicht eines meiner Signature-Zutaten, auch als Perle, als Melasse. Für mich ist der Granatapfel natürlich auch ganz stark verbunden mit dem, wie ich kulinarisch sozialisiert worden bin. Und daher darf sie eigentlich nie fehlen, auch wenn sie nicht regional ist. Finde ich, darf man ab und an Kompromisse machen. Kräuter sind für mich auch immer sehr wichtig, weil Kräuter bringen nicht nur viel Farbe und neue Nuancen auf einen Teller, sondern eben auch sind sie sehr, sehr gut für unseren Körper. Im Sommer sind sie kühlend, sie helfen der Verdauung, sind sehr gesund, haben viele Vitamine, aber eben sie bringen eine Geschmackskomponente zusätzlich in jedes Gericht, finde ich, dass man auf worauf man nicht verzichten sollte. Man sollte immer viele, viele Kräuter versuchen und auszuprobieren, einzusetzen, nicht immer nur bei den Altbekannten bleiben, vielleicht auch mal etwas Neues wagen. In dem Fall haben wir die Zitronenverbene zum Beispiel, wird nicht mehr so oft verwendet, aber in Kombination gerade mit Tomate ist es wunderbar und passt sehr gut und hat so diese zitrusartige Note, die so ganz leicht zitrusartig ist und frisch ist, was ich sehr, sehr gerne habe. Und Thymian natürlich. Und auch Kraut. Kraut ist etwas, das gibt es im Frühsommer schon, gibt es aber auch dann den ganzen Winter. Ist ein Lagergemüse, ist sehr, sehr nährstoffreich, sehr gesund, kann man super fermentieren, kann man einlegen, kann man kochen, kann man braten. Also gerade das liebe ich so an Gemüse, dass es sich so unglaublich vielseitig einsetzen lässt. Also gerade im Haltbarmachen eignet sich jedes dieser Gemüsesorten
sehr, sehr gut. Also auch der Kaffiol ist A zum Einlegen super. Man kann ihn in einer Essiglake über mehrere Monate haltbar machen, aber eben auch zum Braten, zum Pürieren, zum Kochen. Das ist für mich so eben diese kreative Auseinandersetzung damit. Ich kann so wahnsinnig viel damit machen, kann so viele Geschmäcker erreichen. Und zum Beispiel beim Einlegen von Gemüse kann ich eine Jahreszeit konservieren. Und das ist für mich eines der spannendsten Komponenten, weil im Sommer zum Beispiel habe ich die sonnengereiften Früchte, die sonnengereifte Gemüse in seiner vollen Geschmacksstärke und kann die dann konservieren für die Zeit, in der es dieses Gemüse eben nicht in der Saison gibt und nicht mit diesem intensen Geschmack gibt. Das finde ich immer sehr ratsam, wenn man sich ein bisschen was aneignet und ein bisschen spielt mit Essigsorten, Zucker, Salzgehalt. Dann kann man da wirklich sich gut austoben und auch schöne Erfahrungen machen, wie man Gemüse einlegen kann, haltbar machen kann. Für mich als Köchin ist natürlich auch diese ganze Farbenpracht und Vielfalt an Gemüse auch noch einmal so spannend, weil es mir Möglichkeiten gibt der Inszenierung am Teller. Gerade viele Farben, viele Konsistenzen geben uns viele Möglichkeiten, einen spannenden Teller zu kreieren, einen spannenden Teller anzurichten. Wie ich auch so gern sage, man muss immer schön in die Höhe gehen, mit den Farben spielen, mit den Konsistenzen spielen, weil das Auge ist immer mit. Kochen ist für alle Sinne. Wir schmecken, wir riechen, wir haben ein haptisches Gefühl, wir hören, wenn wir in etwas reinbeißen. Also es ist, wir bedienen alle unsere Sinne und damit ist das wirklich so eine archaische, ganzheitliche Erfahrung. Und ja, ich wünsche viel Spaß bei meiner Gemüseküche. Das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com.